Willkommen zurück, my boys, zum nächsten Teil von Super Mario World. Vanille Rätsel 1. Ein Rätsellevel, auch egal. Hui! Jo, alles klar. Sehr cool, geht richtig geil los. Bin schon wieder völlig gehypt, wenn ich das so sehe, wie das hier wieder anfängt. Mann, Mann, Mann. Oh, hi. So, du stirbst? Danke, perfekt. Okay, das Level ist auch schon wieder so richtig geil aufgebaut, wenn ich das sehe. Ein vertikales Level, ich glaube, davon hatten wir noch nicht so viele, ne? Nö, vermutlich eher nicht. Also schauen wir mal. Feder, Feder. Ja, oh, her damit. Her damit! Perfekt. Jetzt nehmen wir Anlauf und fliegen da kurz hoch wegen der Yoshi-Münze. Perfekt. Hier irgendwas? Ja, super. Gut gesprungen, Mario. Das kannst du am besten, wie ich sehe. Also ist da wohl nichts. Erstmal. Nehme ich an. Oh, doch, eine Kletterpflanze ist hier, aber das ist auch die andere Seite. Okay, was haben wir hier? Nix. Okay. Dann nicht. Geld. Hm, brauchen wir nicht. Okay, das ist schon verwirrend aufgebaut bisher. Okay, eigentlich geht es recht geradeaus weiter. Also doch recht linear. Aber man sieht eben schon viel vom Level und fragt sich dann natürlich schon, wie kommt man da hin? Man weiß es einfach noch nicht. Das ist das, was mich hier so ein bisschen verwirrt. Oh, noch eine Finger. Ja, damit. Okay, hier geht's auch runter zu der Münze, ne? Ja! Was zum... Hallo? Rauf da! Drückeberger. Was könnte da drin sein? Warum sind da diese zwei blauen? Ah, guck mal! Wenn das mal nicht der Secret Exit ist. Oh. Habe ich noch nicht genug Anlauf gehabt. Lauf, Mario, lauf! Ey, warum reicht das nicht? Gut. Und rein. Das müsste der Geheimausgang sein, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ark! Ein Footballer! Nee, das ist der normale Ausgang. Der Geheimausgang, der hätte ja... kein normales Ende, der hätte ja einen Schlüssel mit einem Loch. Okay, Standardausgang gefunden. Sehr cool, wo führt er mich hin? Zur Sternwelt! So, hier, so sieht es übrigens hier aus. Relativ simpel, aber die machen wir ganz am Ende. Gut. Vanille-Rätsel 1. Jetzt suchen wir den geheimen Ausgang. Wo könnte sich der nur verstecken? Jock! Du schon wieder. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. So, ich weiß, da ist ein Power-Up drin. Das heißt, wir lassen ihn erstmal, weil wir haben keine Verstauungsmöglichkeit dafür. Ja, genau deshalb. Ach komm. Stell dir mal nicht so an, yeah. Was? Betrug. Vor allem, wie habe ich die jetzt bitte gekillt? Ich habe noch mein... Ich verstehe das nicht. So, als erstmal, wir haben eine Yoshi-Coin. Stimmt, die müssen wir auch wieder sammeln. Nee, du. Ah ja, hier war das. Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt. So, Tschüssikowski. Oh Mann, ich juckt. Warum das? Ich kenne dieses Gefühl, man das Gefühl an den Haaren ist irgendwas. Und es ist aber trotzdem nichts, weil die irgendwie sich wieder völlig random verdöseln. Das geht richtig auf die Nerven. Gut, den normalen Ausgang haben wir gefunden. Der war ja hier. Na, ah, fuck. Was machst du? Idiot. So. So, wir wollen da runter. Da ist nämlich noch eine Coin. Genau. Gehst du da rauf? Drückeberger hier. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt müssen wir den perfekten Zeitpunkt erwischen, was? Jetzt! Ja, weg! Was haben wir hier auf der anderen Seite? Oh, was ist denn das? Warum ist hier eine Röhre? Okay, also... keine Ahnung, was ich hier machen soll. So, bleib da drauf und rutsch da nicht runter wie so ein Idiot. Nein, da gehe ich nicht rein. Wir haben ja schließlich noch gar nicht alles erforscht. Hier ist noch viel Freiraum, ne? Seht mal hier, ja, ja, ja. Oh, zwei Yoshi-Coins gleich hier in der Luft.
dann. Urk. So. Mehr nicht? Nö. Nur die beiden. Also ich kann absolut nicht erkennen. Was? Die Zeit geht mir aus. Und schnell raus hier. Ich kann nicht erkennen, wo hier ein geheimer Ausgang sein soll. Was zum... Noch ein Ende? Vielleicht war das andere doch ein geheimer Ausgang, einfach nur mit einem normalen Ziel. Tatsächlich. Sehr cool. Okay, was haben wir hier? Vanille-Rätsel 2 und dann sogar noch eine Festung. Da frage ich mich, wollen wir es mit dem normalen weitermachen? Nee, komm, heute ist Rätseltag. Weiter geht's. Was ist mit euch los? Ja, super. Ich mag euch. Okay, das war jetzt blöd. Leute, Konzentration bitte. Danke. Als ob du Arschloch wieder rausgekommen bist, ey. Komm, spring rauf. Stirb. Sag mal, kannst du den jetzt... Ich kann den nicht essen. Geht nicht, die Zunge geht einfach durch ihn durch. Das ist cool. Irgendwas war da oben doch, oder? Oder bilde ich mir, habe ich mir das eingebildet? Boah, ist das ein Gehüpfe hier. Das erinnert mich an Mario Wii. Level 9-1. Da war auch so eine Scheiße hier mit den ganzen Viechern. Ja. Aber nicht mit diesen Super-Hochspringern. Die sind ex... Alter, ist mal gut jetzt. Wie viele denn noch? Boah, alles klar, er erwischt mich noch fast. Okay, wir haben einige erwischt. Aber nicht genug. Boah, was? Geht das das ganze Level so, oder was? Ich glaube, das war's jetzt. Boah, danke. Hat ja gar nicht lange gedauert. Rein da? Nee, geht nicht. Mittelschranke. Boah. Spinies, die habe ich auch noch gar nicht gesehen bisher. Die sind neu. Oder kommt zumindest das erste Mal vor. Genauso wie Bob-Oms. Oh, hi. Ja, damit. Das ist doch ein Scherz. Oh, wie fliegen die denn? Die haben auch noch so einen leichten Wind. Und da kommen so viele hier. Und da ist wieder so eine Schussröhre. Also irgendwo kann man sich hier wieder rausschießen lassen, oder was? Verdammt. Und hier ist nichts. Doch. Ein grauer Peace-Switch. Er verwandelt alle Spinies in Geld. Ja, toller, toller Schalter, ne? Hi. Tschüss. Keine Ahnung, was der da oben gemacht hat. Der... Oh, da geht's noch rein. Was haben wir hier? P-Switch. Normaler. Oh, oh, das sieht mir nach sehr nach Rückschritt aus. Oder nö, ich werde geballert ins Ziel. Okay. Ich wäre sehr zufrieden, wenn ich es jetzt geschafft hätte. Allerdings habe ich das nicht. Es fehlt eine Yoshi-Coin. Cool, ne? Ja, richtig geil. Egal, wir gehen trotzdem erstmal ins Vanille-Rätsel 3. Schauen wir mal, was da so abgeht. Wasserlevel. Delfine? Okay. Das erinnert mich an Kaizu Mario. Da war das erste Level, glaube ich, auch mit Delfinen. Oder was? Das zweite? Nee, ich glaube, es war das zweite, ja. Ach du. Meine Güte, hallo, hallo. Kann mich einer von euch mal auf seinen Rücken nehmen? Danke. Da ist noch eine Yoshi-Coin. Sehr hinterhergeworfen. Was sind das für komische Level? Ah! Ey, das Schwimmen ist so... gay in diesem Spiel, ne? Jetzt steig auf diesen Lappen auf. Ich komme hier nicht raus. Ohne Delfin komme ich hier nicht raus. Und ich kann kaum... Du kommst nicht aus dem Wasser raus. Oh, danke. Ist das schrecklich. Okay, jetzt mal ein bisschen ruhiger.
Und was daran ein Rätsel sein soll, weiß ich auch nicht. Das ist einfach nur Scheiße. Aber sie konnten das Level vermutlich schlecht Donut Krampf 2 nennen. So, und wenn ich jetzt hier... Boah! Guck mal, die wechseln sich doch ab, die beiden hier, ne? Ja, boah, danke. So können wir bequem zum Ende. Und raus hier. Puh. Und da ist noch eine. Boah, sechs Yoshi-Coins im Level. Okay. Perfekt. Oh, auch Donut Rätsel 2. Was ein Rätsel eigentlich nicht war. Vanilla-Rätsel. Ich bin immer noch im Donut-Land, doch. So, jetzt müssen wir hier noch die letzte Yoshi-Coin finden. Ja, ich bin auch schon richtig heiß drauf. Boah, die kann ich einfach so umkicken, wenn sie auf dem Boden sind. Okay. So. Und schon wieder. Ich kann mit Yoshi den Typ nicht essen. Das ist ungünstig. So, Feder her. Stirb. Stirb. Oh. Danke, und jetzt flieg hoch, Yoshi. Flieg und sieg. Na. Sag mal, ist die scheiß Viecher auf? Ist denn das Problem verflucht? Hier ist doch echt was. Ich wusste es. Ich hab's doch von unten gesehen. Und da ist die letzte Yoshi-Coin. Wunderbar, dann sammeln wir jetzt den Rest ein. Das Ding ist, ich drehe einfach um, aber das Spiel akzeptiert es nicht. Hat so ein paar Problemchen mit der Steuerung. Ganz leicht. Danke dafür, Albladi. Komm, den erwischen wir auch noch. Danke. Oh, ich hoffe, dass du überlebt. Wenn mir jetzt erst auf, dass der da noch rumhüpft, läuft. Und so, ja, okay, wer ist das denn? Und ja, ist Yoshi. Okay. Cool. Okay, was machst du hier? Ihr scheiß Drecksviecher, ne? Ach komm, scheiß drauf auf Yoshi jetzt. Nee. Hier geht's ja gar nicht rein. Ja, super. Verfluchte Explosion. Genau, hier ist Yoshi in den Abgrund gelaufen, vermutlich. Super. Schon wieder nicht gesprungen. Ach, Mann. Eieieiei. Nein, da. Wir kennen das, die geheimen hier schließlich schon. Okay, Speed. Perfekt. Oh. Ab ins Ziel. Mario sieht das ähnlich. Ja, ab ins Ziel. Boom. Oh, danke Gott. So, hätten wir auch hier alles geholt. Wie sieht sonst aus? Vanille Doom 2, ja, da haben wir logischerweise noch nicht alles geholt. Weil da haben wir erst nur den Geheimausgang gemacht, nicht den richtigen. Aber jetzt ab in die Festung. Das ist kein Schloss, sondern nur eine Festung. Das heißt eben hiernach, sie wird nicht beendet, sondern es ist nur so eine Art Zwischenschloss. Gibt es in späteren Mario-Teilen ja auch regelmäßig. Unter Wasser. Das ist selten. Das ist wirklich selten. Es gibt ganz selten Unterwasserschlösser. Sehr cool. Das hat irgendwas. Irgendwie hat das was Episches. Oh, ja. Da unten hätte man reingekonnt, aber nur wenn man klein ist. Ah, ja. Super. Dann machen wir uns mal kurz klein und gehen da rein. Ich hasse sowas, ne? Und dann noch ein Drybone-Fisch hier. Wie heißt das? Knochentrockener Fisch? Wie soll man das nennen? Ich weiß nicht. Was ist das jetzt? Geheimgang oder ein. Ausgang oder ein. Du Arschloch. Du kleiner Blödian, du. Ja, die bewegen sich so komisch ruckartig. Das macht sie ziemlich unberechenbar. So, jetzt müssen wir da unten wieder rein. Wollen wir noch nicht wissen, wo es eigentlich hinführt. Ob das eine Abkürzung ist oder sonst irgendwas. Wir werden es vermutlich auch nicht so schnell herausfinden, weil nach dem Dadach geht ja die Festung vermutlich wieder kaputt und wir können nicht zurück. Okay.
Oh, danke. Nein, diesmal weiß ich, dass du da bist. Hier vielleicht noch irgendjemand. Warum laufen da Gegner auf dem Boden? Damit rechnet doch kein Mensch im Unterwasserlevel. Das verflucht es doch jedes Mal wieder so lange, ne? Da wieder hinzukommen, weil das unter Wasser ist hier. Ja. Alter. Diese Fische, ne? Unglaublich. Fischgräten sind das eher, ne? Egal, trotzdem. Die sind nervig. Huh. Die Stelle ist jetzt mal so ein bisschen Präzisionsarbeit. Hier müssen wir schnell durch. Was? Wie habe ich den denn gekillt? Alles klar. Okay, noch mehr von euch? Nee, das ist keine Abkürzung. Hier ist die Halbzeitflagge. Da ist noch einer. Komm, kletsch ihn. Ja, funktioniert nicht. Okay, was ist jetzt? Kann ich oben lang? Soll ich unten lang? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt heißt es wirklich Präzisionsarbeit. Okay, hätten wir. So, noch ein Knochen trocken. Warum auch immer die unten rumlaufen. Auch bei den schief. Aua. Au, Backe. Aber hier geht's. Das ist das gleiche, nur nochmal oben lang. Und wetten, hier sind auch hier. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Noch eine. Oder ist der ganze Part so langweilig gestaltet hier? Na, da ist die Halbzeitflagge. Ah. Hätten wir die mal jetzt aktiviert, dann wären wir wieder groß. Aber nun gut. Tatsächlich, der ganze obere Part ist so langweilig hier gestaltet. Einfach nur mit den Dingern da. Darf sich hier nie so richtig fallen lassen, weil Mario fällt wie ein Stein. Der wirft mit Knochen! Alter Schwede. Jungs, ganz ruhig. Jetzt geht mal noch die Zeit aus und da ist ein Power-Up drin und ich komme nicht ran. Weil diese Scheißviecher da. Leute, verpisst euch. Ohne rein. Okay, Rhinoceros, Guys. Die müssen wir alle runterkicken. Nein, 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 nein. Komm, gib mir eine Plattform zum Raufstehen. Alter. Die spucken die ganze Zeit Feuer. Ja, Arschgeil. Kill ihn! Boah. Das war nicht schlecht. Das war ein richtig herausforderndes Level. Das war richtig gut. Muss ich sagen. Butterbrücke 1. Nö, machen wir jetzt im Moment nicht. Wir machen weiter. Nein, wir beenden. Das ist ja schon ganz schön lang, der Part, ne? Also Leute, bis zum nächsten Part und ciao.